Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf diesem Kanal. Und heute geht es mal eher gesagt um Spielzeug von Computerspielen. Also es ist, ja, wie soll ich es nennen, einfach Computerspiele, die so berühmt geworden sind, dass sogar Spielzeug von ihnen gemacht wurden. Ja, Leute, wer kennt's nicht? Fortnite. Jeder hat sicher schon mal davon gehört. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich frage euch jetzt mal, was machen Nerf und Fortnite zusammen? Genau, das hier. Eine Mini-Tactical-Shotgun. Ich habe sie mir gekauft, hier oben steht sogar noch der Preis, 10,99. Jetzt sagen, ich mache sie mal auf. Leute, da haben wir das Ding hier. Sehr schön, sieht fast aus im Spiel, ist aber halt sau klein, wenn ihr hier meine Hand seht. Sau klein. Mal kurz den Schuss testen. Okay, auf jeden Fall hat sie einen Schuss drauf. Der Karton hat jetzt eine kleine Delle. Ich finde sie sau cool. Der Preis ist auch ganz gut. Sie ist halt etwas zu klein. Es gibt auch größere, aber in dem Laden gab es halt nur kleine. Wir haben ja auch Elite Darts. Ich weiß nicht, ja, ich kenne mich jetzt mit Nerfs nicht so gut aus, aber ich glaube, Elite Darts sind irgendwie sau gute Nerfs. Ja, ich gehe jetzt mal ein Risiko ein. Zwar steht hinten auf der Packung nicht mit Fake Dart Pfeilen verwenden. Und zwar werden wir das jetzt austesten. Denn hier haben wir wieder das. Ich lade sie. Und. Funktioniert halt genauso wie normal. Das steht wahrscheinlich drauf, damit dann nicht kopieren kann oder so. Ja, ich würde sagen, wir kommen einfach zum nächsten. Ein ähnliches Spiel wie Fortnite, das schon länger auf dem Markt war. Ja, Overwatch. Und zwar, davon kommt jetzt meine Spezialität, denn es gibt einfach mal Lego Overwatch. Ich habe es mir gekauft. Das hier kostet jetzt 30 oder 40 Euro. Ich glaube 40. Hier haben wir das Set, ich habe es schon aufgebaut. Im Hintergrund habt ihr es vielleicht schon gesehen, als ich gerade diese Nerf-Ting hier vorgestellt habe. Auf jeden Fall haben wir hier diesen einen Soldier 76. Ich habe sogar mal einen Kurzfilm gesehen. Da hat er irgendwie so Schlägertypen, er hat halt Schlägertypen zusammengeschlagen oder so. Mit seiner er hat sie zusammengeschossen. Und irgendwie ist dann irgendeine Bombe gekommen und er hat dann irgendwie ein Mädchen so aus der Bombe gemacht und diesen dann mit diesem komischen Auto hier weggefahren. Ich kann es vielleicht hier, falls ich es nicht vergesse, verzeiht mir, wenn ich es vergesse, ich kann es euch hier oben irgendwo da, würde jetzt so ein Ding rauskommen, mit so weißes, wo das Video dann eingeblendet ist, oder unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Video dann sehen. Dann haben wir hier oben, den habe ich hier noch versteckt, so ein Cowboy. Da gibt's auch einen Kurzfilm, aber den habe ich nicht ganz gesehen. Da gibt's irgendwie so eine Banditin, die so irgendwie Sachen klaut und dann kommt er und macht die alle fertig, diese Banditenbande. Ich spiele zwar kein Overwatch, aber trotzdem weiß ich genau, wer dieser Typ hier ist. Ich glaube, den hat jeder von euch schon mal ins Blickfeld bekommen. Das ist nämlich der Reaper und der ist ein echtes Meisterstück. Die Pistolen passen perfekt. Das ist echt so gut detailliert. Der Mantel ist auch besonders. Der Mantel ist auch besonders, weil der so Schulterteile hat, wo der solche Schulter... So ein Schulterschutz halt. Dann, ja, wie gesagt, das waren die Figuren. Dazu haben wir auch vorhin schon erwähnt, ein Auto. Bei diesem Auto ist das Besondere nämlich, dass es aussieht, als würde es schweben, aber es schwebt gar nicht. Denn es hat hier unten so Reifen. Mann, ist der Bildschirm voll hell geworden. So Reifen. Und die Reifen kann halt hier über den Boden fahren und durch diese Turbinen da unten sieht es halt ein bisschen aus, als würde es schweben. Gerade sieht man es aus der Kameraperspektive. Ja, der Hintergrund hier hinten backt gerade. Ja, und ja, so. Ja, also es sieht von der Seite besser aus. Kommen wir nun zu dem großen Prachtstück. Oder ich weiß nicht, ob man es Prachtstück nennen kann. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Haus. Und das passt sogar zu diesem einen Film, wo der Typ hier dabei war.
Es ist sau cool. Es ist super für Filmkulissen auch. Es ist halt nur sehr eintönig. Es hat ja außen nur so eine. Also es ist sehr dünn, das Haus. Aber man kann ja sogar die Rollläden hochmachen, so. Oder das sind halt solche Klappen. Hier steht noch eine Kerze. Ja, auf jeden Fall haben wir hier unten noch eine Girlande. Mit einem Obstmarkt dran. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch schon grob mit dem Set. So Leute, das war's jetzt mit dem Spielzeug von Computerspielen Overwatch und Fortnite. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch gleich eine Runde Fortnite zocken mit ein paar Freunden. Und ich muss sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Oder, ja natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt. Denn in 3, 2, 1 Sekunden mache ich weiter mit dem Video. Ja, eigentlich nicht weiter, weil es ist jetzt vorbei. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann schreibt Hashtag Ballerspielspielzeug in die Kommentare, falls ihr das, ich blende es euch einfach da ein, falls ihr das nicht wisst, wie man das schreibt. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ja, ich hab's euch gesagt, dass ihr ein Like da lassen sollt. Und ja, ciao, bis zum nächsten Video.